Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Wir sind wieder zurück. Dritter Teil des Let's Plays Elder Scrolls Blades. Wir hatten ja vorher den Auftrag bekommen, diese Stadthalle wieder aufzubauen. Bin jetzt mal neu eingestiegen in das Spiel und schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich habe hier verschiedene Dinge, die ich machen könnte. Ist auch interessant, wenn ich mein Handy bewege, bewegt sich der Hintergrund ein bisschen mit. Sehr cool. Aber wir gehen mal in die Stadt. Wir sehen schon oben, Super Mario Stufe 2, Erfahrungspunkte haben wir 85. Alle Goblin-Krieger sind anfällig für Schlagschaden und widerstehen Giftschaden. Also Gifte werden wir nicht auf die Goblins draufhauen. Andere Resistenzen und Schwächen unterscheiden sich allerdings. Okay. Ihr seht schon, hier brennt es noch ein bisschen, da raucht es noch ein bisschen. Wir sind hier vor den Stadtmauern, also vor dieser Stadthalle. Und hier ist leer. Gehen wir mal. Ah, hier sind Ruinen. Ruinen, okay. Leer. Irgendwie habe ich ja den Auftrag bekommen. Ich muss diese Stadt... Oh, hallo, grüß euch. Ich könnte wirklich eine Pause gebrauchen. Okay. Diese Stadthalle aufbauen. Wo ist die Stadthalle? Schauen wir mal weiter. Vielleicht ist eh das große Gebäude da vorne die Stadthalle. Also wirklich, man muss immer bedenken, das ist ein Handyspiel, Leute. Eine zerstörte Gründerstatue. Und dafür, wenn man sich wirklich, schaut mal die Steine und alles an, wie cool das gemacht ist, wie viel Texturen das alles hat und wie flüssig das auch alles läuft. Und vor allem auch nicht zu vergessen, ich nehme das ja auch noch mit auf. Also es ist für ein Handy schon eine ziemlich, glaube ich, sehr starke Beanspruchung, dass das alles so laufen kann. Ich bin da sehr begeistert. Wo ich aber nicht finde, diese Stadthalle. Gibt es hier eine Mappe? Gibt es hier sowas? Truhen, Shop, Hauptmenü, Charakter, Quests. Schauen wir mal die Quests an. Wiederaufbau der Stadthalle. Kann ich das antippen? Ja, kann ich. Wiederaufbau, Ziel und die Belohnung. Ja, dann würde ich das bitte gerne machen. Baue die Stadthalle wieder auf. Kann ich hier aber jetzt nicht direkt auf Quest gehen. Ich muss sie also schon mal finden, schaut aus. Okay, ja. Wird ja doch zu schaffen sein, oder? Danke, raus hier. Zurück. So, na, lass mich raus. Ach, zurück zum Hauptmenü war jetzt natürlich ein kompletter Blödsinn. Jetzt geht er sicher ganz raus und lädt wieder ewig. Was ich hier ankreiden kann, ist, statt diese lange Ladezeit, die wir immer haben, davon bin ich nicht der Fan. Ich weiß nicht, ob das Spiel wirklich so groß ist oder ob es noch der Early Access Status ist, den wir haben. Wir sind hier noch Beta-Tester des Spiels, dass es wirklich so lange dauert beim Laden. Naja, okay, gut. Aber wir sind wieder drinnen. Ruinen. Was ist denn, wenn ich jetzt mal hingehe und so eine Ruine anklicke? Ah, okay, ich verstehe. Da kann ich jetzt sagen, ich baue ein Alchemie-Labor, ich baue ein Haus, ein Heim, eine Schmiede, einen Verzauberturm, eine Werkstatt, eine Wohnstätte. Alles gut, alles schön. Möchte ich nicht zurück. Ich muss ja diese Stadthalle aufbauen. Leer. Wo könnten die Stadthalle sein? Bin ich doof oder was? Ruinen. Schön euch zu sehen. Ah, den haben wir befreit. Grüß dich. Danke nochmal, dass ihr uns vor diesen Goblins gerettet habt. Ich bin viel besser darin, Schwerter zu schmieden, als sie zu schwingen. Ah, der kann uns beibringen. Haha, der alte Waffenmeister Henrik hat es oft versucht, stets an Erfolg. Lebt Henrik 7 Schwerter, der alte Holzmich lebt noch. Natürlich, der Kerl ist unverwüstlich. Gerade in der alten Arena und trainiert. Der Stadtälteste hat euch übrigens gesucht. Er ist oben auf den Hügel, neben den Ruinen. Ah, der Stadthalle. Danke für den Hinweis, Junge. Oben auf den Hügeln. Neben den Ruinen. Sind die Hügel dann da oben? Ach, da geht es ja weiter hoch. Ach, ich doof, Mann. Gut. Gehen wir mal hoch. Vorbei an den schönen Blumen. An den Leuten. Da ist die Gründerstatue. Ja, ich weiß, soweit war ich schon. Da ist eh das Ziel. Also, viel besser kann man es nicht machen. Der älteste Junius. Und hier ist die Ruine der Stadtmauer. Tippen wir sie mal an. Stadthalle, sorry. Tippen wir sie mal an. Hier noch einmal. So, und jetzt drücken wir auf Bauen. Wird gebaut. 3, 2, 1, 0. Stadthalle fertiggestellt. Hey, cool, wir haben eine Stadthalle gebaut. Gehen wir hinein.
Was? Nee. Wir müssen da rein. Schauen mal, oder? Schätze ich mal. Komm, wenn wir sie schon gebaut haben, können wir auch reingehen. Gib deiner Stadt einen Namen. Überleg dir deine Wahl gut. Du kannst den Namen später nicht mehr ändern. Ah, okay. Namen eingeben. Der Name der Stadt. Wie soll die Stadt heißen? Ah, ich nenne die Stadt jetzt mal Hell's Kitchen. Warum? Weil ich's kann. Okay, Hell's Kitchen, unsere Stadt. Wiederaufbau der Stadthalle, Belohnungen. Wir kriegen eine Schriftrolle der Weiterentwicklung und Gold. Fortfahren. Okay. Jetzt kann ich da rein. Aha, und dann könnte ich sie jetzt weiter aufbauen. Jetzt könnte ich sie, aus Holz steht sie schon. Wenn ich sie jetzt auf Stadthalle machen möchte, erfordert das die Stadt Stufe 2. Unsere Stadt hat wahrscheinlich nur die Stufe 1, gell? Schätze ich mal. Und was hier oben mit dem Rufzeichen? Was haben wir dort? Wir haben hier der alte Waffenmeister. Der hat eine Mission uns gegeben. Sprich mit Henrik, besiege deinen alten Mentor. Das ist eine neue Quest. Ui, der hat 4 Totenköpfe von 5. Ich muss meinen alten Mentor Henrik sehen und ihm sagen, dass ich zurück bin. Da kriegen wir dann einen Dolch dafür. Start. Gefährliche Quest. Diese Quest könnte zu schwer sein. Du solltest deine Stufe erhöhen oder versuchen. Willst du trotzdem? Nee. Möchte ich nicht. Ich denke mal schon, dass diese 4 Totenköpfe noch zu schwer sind für mich, kleinen Rabauken hier. Jetzt ist mal die Frage, was machen wir weiter? Was sagst denn du zu uns? Danke, dass ihr uns geholfen habt, unsere Stadthalle neu aufzubauen. Hoffentlich gibt das mehr Leuten Mut, wieder zurückzukommen. Und was jetzt? Naja, was jetzt? Können wir mehr Baumaterialien beschaffen? Oder muss sonst noch etwas gebaut werden? Ah, jetzt habe ich es schnell gedrückt. Das klingt nach einem Plan. Ihr solltet ihn suchen und ihm helfen, seine Schmiede wieder aufzubauen. Ach so, den Typen. Okay, klingt nach einem Plan. Hervorragend. Er befindet sich nahe des Haupttors im äußeren Hof, wo früher seine Schmiede war. Bei dem waren wir eh gerade bei dem Typen. Danke. Tschüss. Und was jetzt? Nichts mehr. Danke. Tschüss. Okay, dann frage ich ihn halt noch mehr Baumaterialien. Wir brauchen noch mehr, weil er nichts mehr von ihnen gehört, von den Holzfällern. Aber sicher, geben Sie uns ein wenig Holz, wenn ihr sie findet. Wenn ihr meint, dass es uns nützen wird, ja, sucht Pharao und jener Matthias. Die beiden dürften genug Holz für uns haben. Gehabt euch wohl. Ja, gehabt euch wohl. Wir suchen jetzt diese Holzfäller-Typen. Neue Quest, ein Stapel Holz. Gut, schauen wir mal. Ich werde diesen Ort wohl nie wieder verlassen. Was? Okay. Musst eh nicht. Wer ist denn das da unten mit dem Rufzeichen? Das schaut schon mal nicht schlecht aus. Da gehen wir mal hin. Da brennt noch alles. Könntest du das einmal löschen? Tut's einmal was. Steht da alle rum? Land. Hallo, Land. Ja, dich kenne ich. Wir haben dich befreit. Du besitzt keine Dekoration. Da bin ich wohl irgendwo raufgekommen. Das wollte ich nicht. Ich wollte mit dem Land sprechen. Land. Und glaubt ihr, ihr könntet mir helfen, meine Schmiede wieder aufzubauen? Ja, natürlich. Ihr braucht wohl erstmal Holz. Stattet doch den Holzfällern. Ja, die suche ich ja gerade. Die Schmiede stand einst genau hier. Aber eigentlich tut es auch jeder andere Fleck. Na, das passt schon, machen wir da. Abgeschlossen, sprich mit dem Schmied. Jetzt suchen wir die Typen. Wo könnten diese Typen sein? Ich habe ja hier nichts auf der Mappe, wo ich nachschauen könnte. Ich kann durch die Stadt einmal, glaube ich, nicht rausgehen, oder? Da ist das Tor zu. Ja, da ist das Tor zu. Hier ist das Tor auch zu. Das heißt, diese Holzfäller-Typen müssen wohl irgendwo hier in der Stadt sein, nehme ich an. Land. Okay. Ruinen. Okay. Hier oben. Okay. Okay. Schauen wir mal hier. Nee, hier können wir nicht schauen. Schauen wir mal da. Die Stadt ist eh nicht so klein. Hier geht es auch noch rauf. Da war oben unser Stadttor mit dem
Dorfältesten. Der Älteste. Freut mich, euch wiederzusehen. Ja, mich auch. Ich frage ihn einfach, vielleicht kann ich den fragen. Du Junge, wo sind die? Wir müssen noch mehr Bauwallen. Habt ihr schon? Ich bin schon auf dem Weg. Sucht Pharao und jener Matthäus. Bis dann, Super Mario. Hey Junge, ist alles recht und schön? Ja, ja. Aber wo sind denn die? Ist da oben jetzt ein Rufzeichen? Hilft uns das weiter? Doch, hilft uns weiter. Ein Stapel Holz. Finde die Holzfäller. Das hat zwei Schwierigkeitsgrade. Wiederaufbau der Schmiede hat gar keines. Aber ich brauche die Holzfäller. Also nehmen wir mal die Holzfäller. Ich muss mehr Holz aus dem Zufluchtswald westlich der Stadt besorgen. Das machen wir. Drücken wir Start. Ach, so geht's. Okay, verstehe. Wir müssen da nicht herumsuchen wie die Irren. Wir können die Quests hier direkt annehmen. Und der Junge ist so gut und läuft dann dorthin. Suche einen Schmied auf um deine Waffe. Haben wir schon gemacht. Wir wissen, wo der Schmied ist. Aber der hat leider ein Problem. Da ist alles abgebrannt. Deswegen suchen wir Holz. Ah, wir sind im Wald. Im Wald, da ist mir zäh, kein kalt. So. Meine Lieben, bevor wir hier im Wald weitermachen, hätte ich gesagt, machen wir einen Break. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, in der vierten Folge wieder. Da sehen wir, wie es weitergeht bei unserem Beta-Test zu Elder Scrolls Blades. Meiner Meinung nach Skyrim am Handy. Gut gemacht. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Bis dann, liebe Jungs. Tschüss, ciao und Baba.